Weiter geht es mit einer neuen Folge No Man's Sky. In der letzten Folge bin ich hier auf diesem eiskalten Planeten Bruch gelandet. Wir haben mein Raumschiff wieder repariert. Das Ding steht hier drüben, niegelnagelneu, frisch und fit. Und ich bin schon ein bisschen über den Planeten umhergezogen. Und ungelogen, wenn ihr diesen Planeten hier, diesen einen Planeten hier, komplett zu 100% erforschen und entdecken wollt, dann braucht ihr weit über 10 Stunden. Ich spiele das Spiel jetzt ungefähr 5-6 Stunden. Ich habe mich so ein bisschen mit der Materie vertraut gemacht, zumindest jetzt hier auf diesem Planeten. Wie es auf einem anderen Planeten oder im Weltall aussieht, habe ich keine Ahnung von. Aber hätte ich diese 5 Stunden aufgenommen, dann hätte ich wahrscheinlich einen Monat Material und es wäre nichts passiert. Ich bin wirklich nur durch die Gegend geflogen, habe irgendwelche Knotenpunkte aktiviert, neue Wörter gelernt und wirklich neue Kreaturen habe ich auch nicht gefunden. Denn dieser Eisplanet hier, der ist sehr unbewohnt. Also was Kreaturen angeht, sehr, sehr unbewohnt und unterschiedliche Pflanzenarten auch eher mager. Natürlich, Eis ist nicht unbedingt die beste Lebensform. Wir haben hier minus 41 Grad. Hey Kompi, ein Space Jockey. Mit dem reden wir mal. Na Buddy, wie geht's? Was willst du? Okay, man merkt schon, ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht. Ich kann nicht genau sagen, was er von mir möchte. Hier bekomme ich noch einen Hinweis, ja, was ich so deuten kann, seine Gestiken, sein Verhalten. Und jetzt haben wir hier 3 Optionen, eine neutrale, eine positive und eine negative. Und in dem Spiel erlernt man so nach und nach die Sprache. Und ich kann nur sagen, lernt die Sprache. Sucht wirklich nach Relikten, damit ihr so schnell wie möglich viele Wörter könnt. Denn umso mehr ihr von dem hier versteht, umso schneller kommt ihr voran. Das ist am allerwichtigsten. Gut, dann schauen wir mal. Okay, was nehme ich hier? Eine Pause. Ich habe keine Ahnung, was richtig wäre. Wir nehmen das hier. Oh, hat funktioniert. Hat funktioniert. War ein bisschen Weltall-Lotto. Und wir lernen was Neues und unser Ruf wird sich auch verbessern, unser Ansehen. Ja, hier sieht man es, Ansehen. Und je höher das ist, umso freundlicher werden die. Na, Moment, gibt es hier kein Geschäft? Normalerweise gibt es immer einen Shop. Ein Meilenstein, einen neuen Meilenstein erreicht. 10 Aliens getroffen. Was bekomme ich hier? Gesundheit. Gesundheit auf Maximum. Ja, warum nicht? Ich bin zwar nicht angeschlagen, aber trotzdem. Zu freundlich. Zu freundlich, die Aliens hier in der Gegend. Nun gut, wir werden jetzt hier mal gemeinsam ins Schiff reinspringen. Und dann fliege ich einmal so ein bisschen über den Planeten drüber, damit ihr auch eine Vorstellung bekommt, wie das Ganze aussieht. So, Benzin. Nee, ich muss tanken. Plutonium! Als rein damit! Warte mal, dich hier sollte ich lieber noch reparieren. Eisen. Ja, Eisen ist gar kein Problem. Gut, den reparieren wir noch ganz schnell. Das machen wir. Ein bisschen Eisen hier mitnehmen. Badabombs. Dauert nur ewig lange. Na komm, ein bisschen nehme ich noch mit. Wer weiß, vielleicht auf dem nächsten Planeten gibt es gar kein Eisen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele unterschiedliche Materialien, Elemente und Baupläne es gibt. Wahrscheinlich unendlich. Höchstwahrscheinlich unendlich. Ach nö, bist du wütend, Wächterdrohne? Haben wir ein Problem?
Das ist Polizei. Polizei vom Planet. Jetzt haben wir hier schon zwei. Okay, ich bin raus. Jungs, es war nur ein Stein. Es war doch nur ein Stein. Macht kein Drama draus. So, repariert. Energie haben wir. Und Abflug. Adios, Wächterdrohne. Adios. Also, hier sehen wir ihn. Den Planeten. Und der Planet ist nicht nur einfach irgendeine kleine Fläche. Ja, das ist wirklich ein kompletter, beschissener Planet. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern würde, den Planeten einmal zu umrunden. Wahrscheinlich schon 2 Stunden oder sowas. Und egal, wo ich hinfliege, ich finde immer irgendwas Neues. Der Scanner, der funktioniert hier auch im Schiff. Und ich finde immer irgendwas Neues. Nicht dieser Planet. Signal. Also, seid ihr bereit? Das wird neu für mich. Wir verlassen den Planeten. Wir können auch schießen. Die Kanone ist geladen. Mehr oder weniger 34%, also eher weniger. Und wir sind raus. Die Atmosphäre wurde verlassen. Wow, oder? Einfach nur wow. Das ist schon beeindruckend. Das ist schon wirklich beeindruckend. Wie das aussieht. Wie das aussieht. Unglaublich. Es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Und in diesem Spiel kann man sich auch verlieren. Auch wenn man denkt, das Ganze ist ziemlich unspektakulär und uninteressant, ehe man sich versieht, vergehen 5-6 Stunden. Ach du Scheiße. Eine halbe Stunde? Ich brauche unbedingt ein schnelleres Schiff. Ich meine, allein zu diesem Planeten, zu diesem Signal zu fliegen, dauert einfach mal 3 Minuten. Au! Okay, ich wollte den Meteoriten mit meinem Gesicht aufsammeln. Und wir düsen durch das All. Maximum Schub. Moment, Impulssprung. Oh. Okay, so geht das Ganze natürlich deutlich schneller. Langsam, langsam. Okay, ich muss das Ding erstmal wieder gerade kriegen. Verwirrung. Absolute Verwirrung. Stopp, 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 stopp. Bremsen, bremsen, bremsen. So. Die Steuerung ist nicht unbedingt schwierig, aber ab und zu hat sie ihre Macken. Ab und zu ist sie ein bisschen störrisch. Alright. Dann betreten wir mal den neuen Planeten. Und schauen mal, was das Signal da hinten bedeutet. Oh, wie es scheint, gibt es hier Wasser. Auf dem Eisplaneten gab es nämlich gar kein Wasser. Und wir treten ein in die Atmosphäre. Komplett neuer Planet. Spannung, Freunde. Absolute Spannung. Ja, das ist so verdammt beeindruckend. Mit was habe ich es hier zu tun? Strahlung. Wieder kalt. Flora nichts, Fauna nichts, Wächter entspannt, Biom klar. Okay, hier gibt es keine Tiere. Wir schauen mal rein. Nope, 100%. Hier gibt es keine Tiere. Ein Mond. Aber nur weil es hier keine Tiere gibt, heißt das nicht, dass es hier nicht neue Ressourcen gibt. Oder? Wir frieren nicht mal. Aber wir atmen sehr merkwürdig. Gehen wir mal hier hin und... Ja, ich weiß. Karen! Ich nenne sie Karen. Karen, ruhig. Ruhig, Karen. Ganz ruhig. Ganz ruhig.
kleines Hütchen. Das hier ist doch Leben, oder? Ich meine, es sieht aus wie Leben. Unter Wasser kein Problem. Alles klar, wir können auch unter Wasser hier schießen. Bergbau unter Wasser, gar kein Thema für uns. Okay, hier gibt's Eisen. Kann man die nicht scannen? Ist keine Lebensform? Doch. Eine Entdeckung. Okay, der Laden hier ist ganz schön einsam. Ist das da hinten Gold? Wie man sich hier verloren fühlt, oder? Das schindet schon Eindruck. Das schindet wirklich echt Eindruck bei mir. Weil ich habe halt so ein Spiel noch nie gespielt. Ich will wissen, was das ist. Das hier, das sieht aus wie Gold. Ich habe genügend Plutonium. Wir können also ein bisschen umherfliegen. Was bist du? Bist du Gold? Ich bin zu faul. Da fliege ich lieber. Gold! Oh. Ich habe Gold gefunden. Ich habe noch Platz. Also nehmen wir Gold mit. Entspann dich, Karen. Entspann dich. Alter, ich bin so reich. Was ich mit dem ganzen Gold machen werde, naja, erstmal zur Bank gehen. Und wenn ich dann ganz viel Geld habe, hole ich mir einen dicken, fetten Kredit. Und dann baue ich einen Todesstern. Ich mache den Vader. Wie, keine Energie mehr? Kein Sprit mehr hier in der Wumme. Oh, was können wir hier reinhauen? Moment, hier drüben. Kohlenstoff. Jo, hau rein. Plutonium will ich lieber sparen. Fürs Schiff. Denn wie gesagt, der Mond hier, der ist ziemlich armselig. Aber das Gold will ich unbedingt. Scheint aber gar nicht mal so selten zu sein, denn es ist nur grün. Nur grün. Aber wer weiß, auf wie vielen Planeten es Gold gibt. Okay. I'm a Gold Digger. Ich glaube, ich habe genug. Noch einmal hier rein. Bams, 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 bams. Ah, noch einmal. Wie viel Gold habe ich denn? Ich habe gar nicht so viel Gold. Ist eigentlich gar nicht so viel. 135. Gut. Überredet. Dieser riesige Klumpen hier wirft gar nicht so viel ab, wie man denkt. Na hier, 2 Gold. 4, 6, 10. Karen, entspann dich. Entspann dich, Weib. Ich will zu dem Signal. Deswegen sind wir ja hier. Hep, hep, hep. Und rein. Also, mir geht's nicht gut. Deswegen schieben wir hier noch ein bisschen was rein. Ach komm, hauen wir das Ding hier rein. Karen sagt, ich bin wieder frisch. What? 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 Wie bin ich denn so schnell? Wie jetzt? Warum bin ich denn eben gerade so schnell nach oben gesprungen? Was war das? Ein Hyperjump? Mega den Hyperjump gemacht. War das ein Bug? Seit wann springe ich denn so gigantisch hoch?
Stopp, stopp, stopp. Da wären wir. Da wären wir. Ich habe Leben gefunden. Beacon. Oder was? Bacon? Station Speck? Okay, ich soll hier hin. Außenposten. Irgendwas zum Scannen hier. Neue Pflanzen. Okay, irgendwas Neues entdeckt. Also, die Reise geht weiter. Bitte nur ganz langsam hoch. Bitte nicht durchdrehen, Schiff. Dankeschön. Ich habe keinen Sprit mehr. Ein Außenposten, da sollen wir hin. Ja gut, dann... Let's do this! Was haben wir hier drüben? Irgendwas haben wir noch hier drüben. Warte mal. Keine Ahnung, hier war doch so ein blaues Symbol. Hier. Das Blaue da unten, meine ich. Na gut, wir gehen mal da hinten zu dem Außenposten hin. Was haben wir hier? Noch irgendeine Station? Aber der Planet hier, der ist auf jeden Fall sehr deprimierend. Sehr, sehr deprimierend. Noch irgendwas hier drüben? Ach, im Grunde könnte ich wirklich dauernd landen, A drücken, in dem Fall X, weiterfliegen, landen, X, weiterfliegen, landen, X. Stopp! Stopp, 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 und landen. Ja, ich will landen. Was haben wir hier Schönes? Energie. Brauchen wir aber im Moment nicht. Mann, hier ist ein ganz schöner Wind. Bin auch noch ewig weit weg gelandet. So ein fieser Mondwind. Ey, Junge. Nicht hyperventilieren. Moment. Plutonium. Ja, nehmen wir mit. Man weiß ja nie, oder? Oh nein, Wächter kommt. Yo, chill doch. Ist mir doch egal. Ich mach, was ich will. Honey, I'm home. Okay, hier soll ich hin. Also, Kumpel, was geht hier? Was läuft hier? Ein Priester. Der Mann ist Priester. Silk. Ich verstehe kein Wort. Nein. Nein. Sag nicht, dass ich auf jedem Planeten eine neue Sprache lernen müsste. Das wäre brutal. Okay. Okay, ich habe den Hyperantrieb. Heridium. Kann man hier Heridium finden? Ich weiß es nicht. Hatte ich nicht noch jede Menge Heridium? Ich dachte, das hätte ich gespeichert. Kumpel, Gold? Willst du Gold kaufen? Ich habe wahnsinnig viel Gold. Das kannst du haben. Kupfer sparen wir das Ding hier drüben. Wir sparen es mal. Dankeschön. Noch ein paar Credits. Was haben wir hier? Schild. Und
Neues fürs Multi-Werkzeug. Und was haben wir hier drüben? Ein neues Multi-Werkzeug. Das sogar besser ist als meins. Aber auch gar nicht billig. Wir vergleichen mal. 13 Plätze, 11 Plätze. Wäre besser als meins. Wäre wirklich besser als meins. Sollen wir es kaufen? YOLO! Her damit! Also, ich habe eine neue Mission. Ich habe eine neue Mission. Und ich brauche einen neuen Scanner, denn den Scanner, den verliert man. Was auch ein bisschen doof ist, aber so ist das eben. Danke. Also, wir müssen was genau bauen? Was brauchen wir hier? Wo kann ich dich bauen? Wir brauchen... Moment. 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 Vielleicht muss ich auch hier ins Schiff. Übertrage mal bitte das Objekt. Nicht in Reichweite. Ich muss so nah dran sein. Ist nur eine Minute weg. Ja gut, dann nochmal ganz schnell dahin. Und wir sprinten los. Das hört sich doch nach Leben an, oder? Was? Wie? Raumstation entdeckt? Sollten wir dahin? Wo bist du? Nicht dieser Planet. Toll. Ganz toll. Irgendwie ist alles nicht dieser Planet. Also aber jetzt, oder? Ah, das will ich nicht. Ich will das hier. So. Also, ich brauche einen dynamischen Resonator. Wie kann ich einen dynamischen Resonator herstellen? Denn ich hab keine Anleitung für das Produkt. Oder? Nö. Warpzelle. Flüssigkeit. Gewebe. Und Dampf. Hello? Ich höre doch was. Ich höre doch was. Hier nochmal bedienen, bisschen Eisen mitnehmen. Na komm, nimm den Klumpen mit. So. Was bist denn du hier drüben? Eine neue Pflanze, oder? Ach komm schon. Nerv doch nicht immer. Noch einer? Waren das zwei? Alright, da drüben ist noch einer. Ich würde gerne wissen, was krummelt hier so derbe rum? Ich habe keine Ahnung. Karen, wir verpissen uns. Alles klar, nochmal hier tanken gehen. Jetzt aber schnell. Die Flucht. Wir haben wieder Scheiße gebaut. Oh. Da drüben ist eine riesige Station. Da muss ich hin. Mein Gefühl sagt mir, da muss ich hin. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Eine ganz merkwürdige Landung, die wir hier machen. Es scheint zu funktionieren. Gut. Also, was bist du hier? Da sitzt doch bestimmt wieder ein Männchen drin. Kein Männchen? Aber... ein Terminal. Okay, hier unten ist ein Muster und wir müssen richtig antworten. Also, wir haben hier 5336, 3365. Okay, das verrutscht immer um 1. Ja, das nächste wäre ja dann 6533.
Ein Geheimnis. Ich bekomme ein Geheimnis. Wo genau befindet sich dieses Geheimnis, mein Freund? Da hinten. Zu Fuß 16 Minuten fast. Ja, mit dem Schiff kein Problem. Irgendwas Neues gelernt. Sonst nichts. Echt? Das war's schon wieder. Ach doch, hier drüben. Shield. Shield auf Maximum. Die Türen sind alle zu. Die KI lässt mich nicht mehr raus. Gefangen. Ach, verdammt, warum krepiere ich denn hier so schnell? Schon wieder Energie. Alles klar, dann fegen wir uns ein bisschen Plutonium rein. Wüste. Wüste trifft es wirklich ganz gut. Ich bin hier auf einer verdammten Wüste. Amulett. Kann man nur verkaufen, die Dinger. Ich glaube, sonst haben die keine Funktion. Schon irgendwie schade, dass es hier gar kein Leben gibt. Wir holen uns ganz schnell das Relikt und dann fliegen wir zu dem anderen Planeten hin. Also, du warst irgendwo hier drüben. Eine Minute, siehst du? Doch nicht so weit. Okay. Und wir landen hier. Das ist aber nicht das, was wir meinen, oder? Aber du bist auch wichtig. Denn hier kann ich neue Wörter lernen. Neues Wissen. Entität. Was kann ich hier lernen? Orbital. Könnte wichtig sein. Orbital könnte irgendwann wichtig sein. Ah, hier drüben. Nee, den hatte ich schon. Aber hier ist noch einer. Direkt eine ganze Ladung. Experiment könnte durchaus wichtig sein, wenn irgendwelche Experimente an mir gemacht werden. Willst du haben, dass ich an dir rumexperimentiere? Ja, warum nicht? Ich nicht sprechen deine Sprache. Aber sehr schöne Nadel. Okay, sollen wir sie hereinlassen? Warum nicht? Neuer Bauplan. Mein Multiwerkzeug leuchtet strahlend blau. Ich habe einen neuen Bauplan. Radnox? Was zur Hölle ist Radnox? 20 Stück. Lila. Sehr selten. Aber der Bauplan sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, gehen wir zur Station. Ja, das geht hier schnell. Das geht hier sehr, sehr schnell. Aber was bist dann du? Okay, hier drüben ist schon wieder eine Station. Also die Ruine nehme ich noch mit. Was haben wir hier drüben? Ist das Gold? Wahrscheinlich Gold. Habe ich genug. Bin unglaublich reich. Brauche kein Gold mehr. Aber Wissen. Ich bin gierig nach Wissen. Wissen geht immer. Also wenn ich hier nicht irgendwas Saftiges lernen kann, dann weiß ich es auch nicht.
ich muss unbedingt an meiner Ausdauer arbeiten. Ziel erreicht. Das war also wirklich eine andere Ruine, die ich dazwischen auch noch gefunden habe. Wunderschön, oder? Einfach nur wunderschön. Also ich persönlich bin beeindruckt. Vergangenheit. Auch die Musik. Meilenstein. Ich habe 30 Wörter gelernt. 30 Wörter. Okay, wir müssen hier hin, zur Kugel. Okay, wir lernen wieder hier an Bord. Ein sehr, sehr wichtiges vielleicht. Tod! Wow, das ist wirklich wichtig. Das ist ein unglaublich wichtiges Wort. Und komm schon, gib mir dieses Wort. Und wo stecke ich denn jetzt? Was, hier komme ich nicht durch? Ich muss sagen, ich finde... Klarstellen. Ich finde, das Spiel wirkt immer so ein bisschen reingezoomt. Faszinierend. Auf jeden Fall Wort des Tages. Faszinierend. Gut, können wir endlich gehen? Können wir diesen Planeten endlich verlassen? Ich finde ja. Und ciao! Bereit? Wahnsinn, oder? Voll der Drogentrip. Oh, das brennt aber ganz schön Treibstoff weg. Ich hätte noch ein bisschen mehr machen sollen, ha? Huh? Aber ich hatte wieder so ein bisschen Panik, dass ich rein crashen würde. Raumstation. Die erste Raumstation. Okay, den Rest machen wir so. Achtung, riesige Gesteinsbrocken. Boah, die Folge geht schon wieder ewig lang. Ich weiß gar nicht, wo ich da einen Punkt setzen soll. Ich habe keine Ahnung. Shit. Oh, hat sich gelohnt. War Absicht, das war die ganze Zeit mein Plan. Kleiner, roter, billiger Todesstern. Ein Ü-Ei im Weltall. Okay, können wir an Bord? Moment, ich will mich einmal umgucken. Boah, es geht hier voll die Musik ab. Leute! Die erste Raumstation. Was wird uns erwarten? Jetzt ein Cut. Wäre mies, oder? Jetzt passiert endlich mal was und direkt ein Cut. Dock ich an? Ich dachte, die haben Traktorstrahl und beamen mich rein. Aber nein, man muss alles selbst machen. Ey, die Musik dazu. Hammermäßig. Hammermäßig. Und eine Drehung. Cool. Einfach nur cool. Einfach nur cool.
Hey, yo, Kumpel, ich verstehe deine Sprache zu 2%. Was geht? Was geht hier ab? Experiment, niedrig. Okay, ich kann ein bisschen was verstehen. Niedrig. Das hier müsste die richtige Antwort sein, oder? Mit einem angemessenen Geschenk. Ja, dann zeig mal her, du. Ja, die können wir jetzt herstellen. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wir sollen hier hin. BJJ872H. Du bist ein Kumpel, Alter. Du bist ein Kumpel. Oi. Gut. Ich bin nicht besonders reich, mein Freund. Ich bin nicht besonders reich. Wie jetzt? Das besitzen wir? Ach, im Schiff oder was? Also da würde ich reich werden. Schildblech. Nein, das besitzen wir nicht. Ach, das können wir kaufen. Das wollen wir. Dann schauen wir mal rein. Wir brauchen dich hier, oder? Was bedeutet das Stern-Symbol? Moment, bevor ich jetzt irgendeinen Mist kaufe, den ich am Ende nicht brauche. Wir wollten Raumschiff. Gib mir mal das hier. Oder zerlege es einfach. Ist auch scheißegal jetzt. So. Wir wollten das Ding hier bauen. Okay. Lieber nochmal geguckt. Am Ende ist es falsch. Alright. Dich hier will ich. Einen. Ganz schön teuer, die Dinger. Kann ich einen Weltraumkredit aufnehmen? Ich werde garantiert nie wiederkommen. Ach, Moment. Ich kann ja auch von hier bauen. Ich muss ja gar nicht runterlaufen. Schablagu! Ich habe ihn! Alright. Warpzellen. Die kann man auch herstellen. Soweit ich weiß, kann ich das sogar schon. Was brauche ich dafür? So. Okay. Antimaterie. Und für Antimaterie... Habe ich Geld. BJ, hast du noch ein bisschen Antimaterie? Ein bisschen Math und Antimaterie. Der galaktische Dealer. Nur ein bisschen Arterie rauchen. Zink. Aha! What the fuck? BJ, du machst mich arm. Heilige Mutter. Also das ist Wucher, BJ. Absoluter Wucher. Yo, ich besitze es. Dann lass uns hier mal tauschen. Ich nehme Titan. Du bekommst Warpzelle. Dann Hyperantrieb. Und getankt. Nicht besonders viel, aber... Jo, läuft. Läuft, Bruder, läuft. Auftanken? Wie jetzt? Ich soll den komplett auftanken? Das kann ich mir nicht leisten. Da brauche ich wirklich einen Space Credit. Tja. In der nächsten Folge gehe ich zur hypergalaktischen Bank. Nehmen Space Credit auf und... Oh, warte mal. Ich hab's doch. Ja, ich drück doch. Wie jetzt? Ich drück. Muss ich im Schiff sein?
Ach, im Weltraum. Im Weltraum. Alright. Das heißt also, ich gehe jetzt in eine neue Galaxie. Scheiß auf die Planeten hier in der Gegend. Wir gehen direkt in eine neue Galaxie. Ready to fly. Flupp. Unentdeckt. Holy shit. What the fuck? Jetzt wird's... krass. Wow. Alter, nein. Alter, nein. Unentdeckt. Okay, 68,6 Lichtjahre. Und da bin ich gerade. Wow. Alles klar, das wird in der nächsten Folge. Freiflugmodus. Oh mein Gott. Neues Lebensprojekt für die nächsten 20 Generationen von Keystraws in meiner Familie. Dieses Spiel hier durchzuspielen. Alright, es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Tja. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war eben gerade nochmal ein heftiger Drogentrip. Bewertung wäre mega nice. Bis zum nächsten Mal und tschüss.